Fragen vorher stellen, dass er besser trifft. So. Ole, ole. Skifahrer, Langläufer, Snowboarder. Und was ist mit Fußball? Ja. Fußball immer nicht. Ja. Wunderteam! Happy! Ah, die Dame macht so gescheit, was für die Dame, weißt du, los, kommen sie erst. Nein, nein, darfst du nicht. Ja, nein, nein. Was willst du hier? Ja, wo willst du denn wohnen? Das weißt du nicht. Hier? Hier. Ich möchte gerne hier bleiben. Ja, wer nicht. Gut, dann schieß auf Halt, Krippgasse 11, drei Schuss, aber treffen. Los. Ja, hopp. Wir haben nicht ewig Zeit. Ist gleich aus. Tschüss. Tschüss. Oh, genau. Eier. Ja, hopp jetzt. Schießt der Schieß. 10 Zentimeter aus. Au, au, au. Der Dritte muss sitzen. Oh. Außerhalb der Grenze. Wenigstens mal Glück heute neues Geschenk, ne? Von wegen nicht viel, aber Glück. Von nichts, da kommt halt auch nichts. Sie sind schon ungeschickt. Hey, das Spiel ist aus, ja? Du hast eine Chance gehabt. Direkt sind wir. Wir sind höflich zurückhaltend. Na und dann hast du das Hauptkreis. Wie unsere Hauptstadt, ja? Das ist ja die mit der höchsten Lebensqualität weltweit. Und unser hochverehrtes Publikum heute Abend. Was fällt Ihnen zu Österreich ein? Was fällt Ihnen am besten? Die Dame von mir. Was fällt Ihnen am besten in Österreich? Bier. Ja, das sieht man. Das ist wir sind eine Biernation. So, ja, die Dame in der Dings. Ja, das war natürlich gerade hinten gerne in der Wohnung. Dein Herr da auf der Seite, was bei dir besonders gut? Kultur. Die Mach Kultur, ja, das sind wir. Kultur. Da bin ich daheim. Sag ich immer. Der Herr da mit dem Kappern, was ist Ihre Leibspeise? Eine österreichische Leibspeise. Na, der ist nicht wie wir aus. Was? Faschingskraft. Faschingskraft. Ja, das ist unter die Seite. Eine Uhr, in die ich mich reinlegen könnte. In das Ticken. Das gibt's doch nicht.
jetzt noch immer geschafft. Immer wieder genau so. Arsch, Zahntitten raus, Kopf hoch. Was soll er mir nehmen? Arsch, Zahntitten raus, Kopf hoch. Nett und freundlich. Hilft das nichts bei euch? So bin ich nicht. Die Oma kommt und der Papa endlich die Wirtschaft verkauft. Alle Türen dort waren offen. Es wird schon werden. Nichts ist das. Du schaust es schon. Schreit keiner, schrei ich nicht, schreit. Und wie ich das schaukle. Roboter. Nach vorn gegen die Wand und wieder zurück. Nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten. Bip, bip. Spar dir das. Wenn du spielen willst, geh woanders hin. Ich hab schon genug um die Ohren. Dann hör doch nicht hin, wenn sie das sagen. So funktioniert das nicht. Du weißt nicht, wie es hier läuft. Du sitzt auch da und schnaufst. Jetzt wirst du gerne da mal wieder wechseln. Das habe ich erst letzte Woche gemacht. Ich hab das noch jede Woche da. Stimmt's, Bub? Ja, Mama, aber jetzt schau mal bitte in Ruhe weiter, gell? Schau, Mama, die Heidenberg will dem Opa das Baby wegnehmen. Sie ist so bes. Wieso ist denn das so verstanden? Okay. Das war doch früher nicht so. Setz halt einmal deine Brille auf. Sicher ist der verschwunden. Der Fernseher wird glaub ich wirklich hin. Geht der heute jetzt schon noch? Nächstes Jahr kaufen wir sowieso einen Plasma. Ja, nächstes Jahr, das kenne ich schon. Was heißt das jetzt bitte? Ja, auf deine Versprechen kann man lang warten. Ach so, muss ich jetzt für die Madame sofort spielen, oder wie? Ja, für anders zeigt das da Geld. Jetzt tun wir wieder Fernsehen schauen, ja? Ich kenne dich von irgendwoher. Ach, die! Hab ich's doch gewusst. Sie war ja schon einmal da. Ja, die ihr damals schon nicht getroffen. Was machst du hier? Ich wohne da. Und willst uns mit deinen billigen Blumen bestechen? Ja, das kenne ich. Das ist ein Trick. Und dann, von den Bettlern wollen die dann nicht mal Geld für die Blumen haben, aber nicht mit mir. Ich will kein Geld von euch. Und wir wollen nichts geschenkt von dir. Los, gib sie zurück. Wir haben nichts zu verschenken und wir wollen nichts geschenkt. Los, gib sie zurück. Lass mich, die brauche ich noch. Nichts da, sie soll sich ihren Krempel nehmen und verschwinden. Sie hat aber wirklich schöne Sachen in ihrer Kiste, die könnten ja bleiben.